das aber auch so, wenn Leute über dich lachen? Also hast du damit ein Problem oder sollen sie mit dir lachen oder sollen sie über dich lachen? Ich meine, das ist ja auch ein Prozess, sage ich mal, ein Lernprozess für mich gerade, ein Stück weit. Und dann habe ich mir das auch überlegt. Ich würde sagen, es gibt so drei Stufen. Am Anfang lachen die Leute über mich und über meine Videos. Dann viele merken dann, okay, sie können ja mit mir lachen. Also dann lachen sie mit mir und mit meinen Videos. Und die dritte Stufe, da will ich eigentlich hinkommen, die Leute in die Eigenverantwortung zu bringen, dass die Leute merken, okay, ich kann es ja selber. Ich brauche ja gar nichts von außen. Ich brauche keine Carmen, ich brauche keinen Witz, ich brauche nichts, sondern ich kann von mir aus, ich kann mich dafür entscheiden und selber lachen. Und dann wird man ein Stück weit unabhängig vom Außen. Und das will ich erreichen. Also mein Ziel ist es wirklich, die Leute in diese Eigenverantwortung zu bringen und zu sagen, ich kann lachen, egal was im Außen gerade passiert. Und mir kann es gut gehen, auch wenn es vielleicht gerade Pandemie ist, auch wenn es gerade Lockdown ist, auch wenn es gerade alles schief geht, man kann trotzdem lachen. Genau, das Und Lachen kann sich darf man diese nicht verlernen. gesundheitlichen Aspekte, die Lachen ja hat, einfach zurückholen.